Kerstin Ott, mit einer erfolgreichen und einflussreichen Musikkarriere, hat besondere Geschichten und Geheimnisse, die nicht viele Menschen kennen. Eines der überraschenden Dinge an Ott ist die Entstehung ihres berühmten Liedes, Die immer lacht. Die Geschichte, wie sie es in nur 5 Minuten am Küchentisch für eine kranke Freundin komponierte, überrascht die Zuhörer und versetzt sie in Ehrfurcht vor ihrer Kreativität und ihrem mitfühlenden Geist. Dieses Lied machte Ott nicht nur berühmt, sondern wurde auch in Deutschland und anderen Ländern zu einer beliebten Musikikone. Weniger bekannt ist jedoch Otts Ehe mit Carolina Köppen. Diese Beziehung stellt nicht nur eine starke Verbindung zwischen zwei Menschen dar, sondern ist auch ein großer Schritt vorwärts bei der Öffnung und Akzeptanz der Liebesvielfalt in der Gesellschaft. Ihr öffentliches Auftreten über sich selbst und ihre Beziehung ist nicht nur mutig, sondern auch eine positive und inspirierende Botschaft für andere, die ähnliche Herausforderungen durch. Neben seiner Musikkarriere arbeitete Ott auch als DJ und gab unvergessliche Auftritte. Ihre Vielseitigkeit fasziniert nicht nur die Fans, sondern beweist auch ihren Einfluss in der Unterhaltungsbranche. Obwohl Kerstin Otts Leben durch ihre berühmten Lieder bekannt ist, sind es die Geheimnisse und Geschichten hinter den Kulissen, die ihre Persönlichkeit und ihren Geist wirklich definieren. Neben den Erfolgen und der Bekanntheit ihres Privatlebens gibt es noch einige weitere interessante Details über Kerstin Ott, die nicht jeder kennt. Bevor Kerstin Ott als Musikerin berühmt wurde, durchlebte sie schwierige Zeiten und arbeitete unermüdlich. Sie lebt seit ihrer Kindheit in Heide, Holstein, nahm an zahlreichen Talentwettbewerben teil und trat dem Chor von Rolf Zuckowski bei. Die ersten Schritte ihrer Karriere waren mit viel Mühe und Geduld verbunden. Neben ihrer Musikkarriere ist Ott auch eine glückliche Mutter und Ehefrau. Auch die Partnerschaft mit Carolina Köppen und die Betreuung ihrer beiden Kinder ist ein wichtiger Teil ihres Lebens. Die Herzlichkeit und Fröhlichkeit seiner Familie war möglicherweise eine große Quelle der Ermutigung, die Ott dabei half, Herausforderungen zu meistern und in seiner Karriere erfolgreich zu sein. Im Leben von Kerstin Ott geht es nicht nur um Musik und Ruhm, sondern auch um Liebe, Mut und eine Mischung aus emotionalen Momenten und bitteren Glücksmomenten. Zusammen ergeben diese Elemente das Gesamtbild einer vielseitig talentierten Künstlerin und einer starken Frau mit Mut und der Bereitschaft, die tiefsten Aspekte des Lebens zu teilen. Kerstin Otts Leben lässt sich als eine farbenfrohe und vielschichtige Reise beschreiben, die Ruhm in der Unterhaltungsindustrie mit starken Familienwerten verbindet. Aufgrund seiner erfolgreichen Musikkarriere ist Ott häufig mit Auftritten, der Veröffentlichung von Musik und der Teilnahme an Medienveranstaltungen beschäftigt. Sie arbeitet unermüdlich daran, den Fans hochwertige Musikprodukte anzubieten und ihre Position in der Unterhaltungsbranche zu festigen. Doch neben dem Beruf ist die Familie eine starke Säule im Leben von Kerstin Ott. Die Beziehung zu ihrer Frau und ihren beiden Kindern ist für sie die größte Quelle der Ermutigung und Stärke. Die Wärme und das Glück, die sich aus der Betreuung ihrer Familie ergeben, sind nicht nur eine Quelle der Inspiration, sondern helfen ihr auch, in jeder Situation gute Laune zu bewahren. Darüber hinaus beteiligt sich Ott häufig an Wohltätigkeits- und Spendenaktionen, um Menschen in schwierigen Umständen zu unterstützen. Ihre Sensibilität und ihr Mitgefühl zeigen sich darin, dass sie Menschen in Not unterstützt und so einen positiven Einfluss auf die Gemeinschaft ausübt. Im Leben von Kerstin Ott geht es nicht nur um Ruhm und Erfolg, sondern auch um Liebe, Empathie und Teilen. Durch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie schafft sie ein lebenswertes und sinnvolles Leben, in dem wichtige Werte jeden Tag bewahrt und weiterentwickelt werden. Kerstin Otts Liebe und Ehe sind ein wichtiger und besonderer Teil ihres Lebens. Mit ihrer Frau Carolina Köppen verbindet sie seit vielen Jahren eine liebevolle und unterstützende Beziehung.
Die Beziehung zwischen Kerstin Ott und Carolina Köppen begann als Freundschaft und entwickelte sich allmählich zu einer tiefen Liebe. Gegenseitiges Verständnis und Respekt haben eine solide Grundlage für diese Beziehung geschaffen. Otts Mut, sich als Lesbe zu outen, und ihre Beziehung sind zu einem wichtigen Symbol in der LGBTQ+-Community geworden. Das Teilen ihrer Geschichte ist ein wichtiger Schritt zur Förderung der Akzeptanz und Empathie für gleichgeschlechtliche Paare. Im August 2017 ließen Kerstin Ott und Carolina Köppen ihre Partnerschaft eintragen. Im Oktober desselben Jahres wurde ihre Beziehung offiziell in einer Ehe anerkannt. Köppen und ihre beiden Kinder nahmen Otts Nachnamen an und schufen so ein warmes und glückliches Zuhause. Die Hochzeit von Kerstin Ott und Carolina Köppen ist nicht nur eine persönliche Beziehung, sondern auch ein Symbol der Liebe und Verbundenheit. Ihr Engagement und ihre Liebe haben ein positives und inspirierendes Vorbild für andere geschaffen und bekräftigen, dass Liebe kein Geschlecht kennt und dass jeder Liebe und Respekt verdient. Kerstin Ott hat in ihrer Musikkarriere viele bemerkenswerte Erfolge erzielt und ist eine Ikone der LGBTQ+-Community. Hier sind einige bemerkenswerte Erfolge, die sie erreicht hat. Die immer lacht, dieses Lied verhalf Kerstin Otts Namen zu neuer Blüte. Mit einem Remix der DJ- und Produzentengruppe Stereoakt erreichte der Song die Spitze der deutschen und österreichischen Singlecharts und stieg in die Schweizer Charts ein. Es erhielt über 125 Millionen Aufrufe auf YouTube und verkaufte sich über 1 Million Mal. Damit wurde es zu einer der meistverkauften Singles in Deutschland seit 1905. Musikalische Vielfalt. Ott beherrscht nicht nur Pop- und Dance-Genres, sondern versucht sich auch in vielen verschiedenen Musikrichtungen wie Folk und Pop-Rock. Diese Vielfalt hat ihr Talent und ihre Vielseitigkeit in der musikalischen Kreativität unter Beweis gestellt. LGBTQ+-Ikone. Ihre Offenheit als Lesbe und ihre Beziehung zu Frau Carolina Köppen haben einen positiven Einfluss auf die LGBTQ+-Community ausgeübt. Ott wurde zu einem wichtigen Symbol, das Akzeptanz und Empathie gegenüber anderen förderte. Wohltätigkeitsaktivitäten. Kerstin Ott beteiligt sich regelmäßig an Wohltätigkeits- und Spendenaktionen, um Menschen in schwierigen Situationen zu unterstützen. Ihre Sensibilität und ihr Mitgefühl erzeugten einen positiven Einfluss in der Gemeinschaft und trugen dazu bei, das Bewusstsein für soziale Probleme zu schärfen. Obwohl Kerstin Ott viele Erfolge erzielt hat, kann ihr Leben, wie viele andere auch, nicht von Vorurteilen und Traurigkeit verschont bleiben. Mit Vorurteilen und Diskriminierung konfrontiert, als Lesbe war Ott möglicherweise im Alltag mit Vorurteilen und Diskriminierung konfrontiert. Obwohl sie stark und mutig darin war, offen mit sich selbst umzugehen, kann der Widerstand einiger Menschen immer noch Traurigkeit und Gefühle der Unsicherheit hervorrufen. Druck und Gefühle der Einsamkeit. Aufgrund eines vollen Terminkalenders und des Arbeitsdrucks verspürte Ott möglicherweise Gefühle der Einsamkeit und des Drucks. Das Leben eines Musikstars ist nicht immer einfach, und die Tatsache, dass sie sich diesen Herausforderungen stellt, hat möglicherweise zu Traurigkeit und Stress in ihrem täglichen Leben geführt. Enttäuschung und Misserfolg. Trotz seiner vielen Erfolge hat Ott in seiner Karriere möglicherweise auch Gefühle der Enttäuschung und des Scheiterns erlebt. Schwierige Zeiten, mangelnder Erfolg oder negative Rückmeldungen aus der Öffentlichkeit können sie entmutigen und traurig machen. Ereignisse im Familienleben. Trotz einer glücklichen Familie mit Frau und 2 Kindern, kann das Familienleben auch mit Ereignissen und Herausforderungen konfrontiert sein. Familiäre Schwierigkeiten oder Verluste können für Ott und ihre Angehörigen Traurigkeit und Leid verursachen. Diese Erfahrungen sind zwar schwierig und schmerzhaft, aber auch wichtige Teile im Leben von Kerstin Ott und helfen ihr,
in jeder Situation zu wachsen und stärker zu werden. Dieses Muster in Runden strickst und einmal, wie du es in Reihen strickst. Nächste Woche gebe ich dir dann zwei Projekte an die Hand, die mit den beiden Techniken aus dem heutigen Video gearbeitet werden. Bleib jetzt gerne dran, um zu erfahren, wie auch du dieses tolle Strickmuster, das Schachbrettmuster, ganz einfach selbst arbeiten kannst. Das Schachbrettmuster besteht aus insgesamt 6 Runden oder Reihen, die sich bis zur gewünschten Länge wiederholen. Der Mustersatz besteht aus 2 Sätzen, die jeweils aus 2 Maschen in der Breite und 3 Runden oder Reihen in der Höhe bestehen. Hier spielt es keine Rolle, ob du den Mustersatz in rechten und linken Maschen einfarbig strickst oder mehrfarbig in rechten Maschen. Wenn du das Schachbrettmuster in Runden gestrickt anwenden möchtest, benötigst du eine Pin-Anzahl, die teilbar durch 2 ist. 24 Pins geteilt durch 2 ergibt 12, also eine gerade Zahl. In Reihen gestrickt steht es dir frei zu entscheiden, ob du den Mustersatz so beenden möchtest, wie du ihn beginnst, oder ob du ihn